Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr einen Unify-Controller als Windows-Dienst installieren könnt. Oder allgemein erstmal Unify-Controller installieren und dann als Dienst hinterlegen, damit ihr nicht jedes Mal, wenn das System neu startet, den Dienst starten, das Programm starten müsst. Wir gehen zunächst einmal in unseren Downloads-Ordner. Dort haben wir hier einmal das Benötigte. Wir brauchen nämlich OpenJDK. Java 11. Vorher war es ja Java 8. Aktuell brauchen wir aber dafür Java 11. Ich packe euch hier auch einmal kurz einen Link rein. Den packe ich euch unten in die Beschreibung, wie ihr an die JDK drankommt, um sie dann zu installieren. Da die offiziell auf Java nicht mehr möglich ist, runterzuladen, beziehungsweise da mitgeteilt wird, hier, sie müssen Geld bezahlen. Deswegen gibt es da noch mehrere Seiten, wo man die Version 11 runterladen kann. Da ist es wichtig zu beachten, ich packe euch gleich mal ein Foto rein, dass ihr bei der Installation von dem Java Set Java Home Variable setzt. Foto werde ich euch gleich werde ich mitzeigen und dann einmal installiert. Wenn dies geschehen ist, könnt ihr den Unify-Controller an sich ganz normal installieren über die Setup-Exe. Und danach ist wichtig, den Haken, dass er starten soll, nicht setzen. Danach gehen wir einmal über diese Befehle in die Software rein. Und würden jetzt einmal diesen Befehl ausführen. Genau, dann würde der Dienst installiert werden. Aktuell ist er schon installiert. Und in dem Fall ist er standardmäßig nicht da. Wenn ihr das ausführt, wird automatisch der Dienst angelegt. Und ihr könnt ihn dann auch ganz normal über diesen Befehl dann auch starten. Wenn ihr dann zum Beispiel den Unify-Controller upgradet, müsst ihr zunächst den Dienst beenden und dann einmal auf Uninstall SVC gehen, Update installieren und dann den gleichen Schritt wie von vorhin wieder machen mit Install SVC und dann einmal Start SVC. Danach wird er ganz normal als Dienst angezeigt und ihr könnt dann automatisch auch Server-Neustarts machen, ohne dass ihr jedes Mal die Software manuell starten müsst. Ja, das war schon gewesen bei Fragen und in den Kommentaren. Von Daumen hoch, mich auf und Dankeschön.